Im Beschlussantrag, den wir diese Woche im Landtag präsentieren, geht es um das Thema Sicherheit. Ganz konkret möchten wir Einbrechern den Riegel vorschieben. Wir wissen alle, dass ein sicheres Zuhause, der Schutz des eigenen Hab und Guts, ein ganz zentrales Grundbedürfnis von uns allen ist. Dieses Grundbedürfnis hat in den letzten Monaten massiv gelitten aufgrund der massiven Einbruchserien, die unser Land erlebt hat und auch nach wie vor erlebt. Die Bevölkerung wartet seit Jahren vergebens auf Reformen im Justiz- und Polizeiwesen, für die eigentlich die römische Regierung natürlich verantwortlich wäre und diese auch in die Wege leiten muss. Nichtsdestotrotz darf sich weder der Südtiroler Landtag noch die Landesregierung aus der Verantwortung nehmen, sondern ist in die Pflicht zu nehmen, für innere Sicherheit der eigenen Bürger im eigenen Land zu sorgen und diese zu stärken. Konkret verlangen wir, dass speziell einbruchsichere Türen gefördert werden, auch Nachrüstungen bei Fenstern, Gittern, Balkontüren, Garagentoren, dass Alarmanlagen gefördert werden, dass es einfach darum geht, die Wohnungen und Häuser sicherer zu machen und die Menschen dabei auch zu unterstützen, mit Beiträgen diese Investitionen auch tätigen zu können. Und zum anderen geht es darum, dass wir für Südtirols Bürger immer in Zusammenarbeit mit den lokalen Polizeikräften einen sogenannten Einbruchsradar verlangen, dass die Menschen sehen, in welchen Zonen, in welchen Gegenden Einbrüche stattgefunden haben. Dieses Beispiel kennt man aus anderen Ländern und funktioniert gut, um Menschen vor Ort zu sensibilisieren, immer mit Einbeziehung auch der Sicherheitskräfte, um dann Menschen zu mehr Wachsamkeit und mehr Aufmerksamkeit hinzubringen und dass Menschen auf diese Art und Weise indirekt auch für mehr Sicherheit garantieren können.